objective. So. Please ja, komm, den Text kennen wir ja schon. Ja. Ja, wie geht's dir denn so? Also nach der letzten Folge geht's mir jetzt aktuell wieder gut. Warum wohl? Das ist auf Neuanfang, ne? Wie war das nochmal mit dem Inventar? Ich muss das Ziel dafür drücken. Geht im Moment noch nicht, ich kann's auch nicht. Ah, okay, stimmt, okay. Sorry. Weil ich die Kapsel noch nicht abgebaut habe. Da hinten bist du. Komm einfach mal zu mir, dann... Ich bin unterwegs. Ja, wie ihr seht, wir sind auf einer neuen Map gerade unterwegs. Ach, ernsthaft? Nicht, oder? Ich bring Besuch mit. Warte, dann muss ich die Kapsel doch abbauen. Dann haben wir keinen Zugriff auf unsere... Ich bring nochmal... Oh. Ich bin gleich auf dem Weg zu dir. Ja, ich hab ein bisschen was gewonnen! Ich bin bei dir. Michi, helf mir mal kurz. Ich hab dann alles gefunden, was wir gebrauchen können. Ja, schön, dass du mitkämpfst, ne? Ich hab das Ding gerade erstmal ausgerüstet. Sorry. Ey, wo gab's die Dinger denn? Ich wusste nicht, dass die hier sind. Okay, eins haben wir. Also, wie viel hast du denn mitgebracht? Warte mal kurz. So, was war deine Frage? Egal. So, warte, hier wollte ich noch was mitnehmen. Ja, ich weiß nicht, was das ist. The acquisition of iron is considered essential in preparation for all future objectives. Und Holz. So. Schauen wir uns nur die Umgebung an, wo die Ressourcenquellen sind. Initial scans reveal an inner vein-like structure filled with liquid gallium. Purpose and origin unknown. Ich laufe einfach ein bisschen in die andere Richtung, ne? Wir können ja schon unseren Sucher. Drück mal C, halt mal C gedrückt. C gedrückt halten, ja. Eisenerz. Eisenerz. Das Eisenerz. 170 Meter von mir entfernt. Ja. Die nächste Quelle auch. Okay. Schauen wir mal, ob es da auch noch andere Ressourcen gibt. Ist direkt bei mir und bis hier geht's. Ich bin hinter dir. Ja. Komm her, Junge, komm her. Au. Oh, aber der läuft doch immer. So. So. Ja. Ich bin noch gar nicht zugekommen, ich spiele jetzt auf einer anderen Map, weil hier. Wie hieß die Map? Nördlicher Wald vorhin, ne? Ja. Aus der letzten Folge doch ein relativ viel verpackt ist. Ja, ich spiele jetzt auf der ersten Map, auf der Fiasi. Kraftfläche, oder wie hieß die Map? Kraftfläche oder sowas, ja. Okay. Brauchst du gerade nicht abbauen, komm mal gerade mit? Ja, ich komme. Mario? Ich bin unterwegs! Guck mal, das war Eisenerz, ne? Ja. Was ist das hier? Eisenerz? Und was ist das da hinten? Warte kurz. Ach, da ist doch wieder so ein Gorilla oder was. Okay. Moment. Hier ist Kalkstein, brauchen wir auch. Wenn wir jetzt noch Kupfer finden würden, dann könnten wir hier tatsächlich bauen. Können wir doch auch so oder so, oder? Ja. Ja, Eisen ist erstmal am wichtigsten. Da wir sogar zwei Quellen davon haben, wäre das ja perfekt. Das ist interessant, also man ist die Risse in den Scheinmast. Verschwinden. Nächster Ansatz wieder verschwinden, genau. So. Das heißt, hier ist noch wir was. Haben... Das sind zwei Quellen, ne? Hä? Vom Stein her hier? Ja. Ich weiß aber nicht, ob man da zweimal ein Meinhaus draufsetzen kann. Weil das so nah beieinander ist. So, aber wir haben da hinten zweimal Eisen. Finden wir Kupfer noch? Ich guck mal. Wenn jetzt hier noch Kupfer wäre, könnten wir direkt hier bauen. Lol. So. Also das war ja nur Eisen, das war Kalk. Das war doch beides mal Eisen, ne? Da unten ist, glaube ich, noch was. Ich glaube, ich habe da was gefunden. Ja, was ist ein bisschen weiter weg. Es ist nichts. Hier bei doch, mir. Rohquarz. Jetzt brauchen wir nicht. Hier ist bei mir auch. Nein, ich werde schon wieder angegriffen. Ich höre was. Oh Gott. Du fragst das, ne? Ja, ich hoffe, ich denke. So, das war Rohquarz. Wofür auch immer wir Rohquarz brauchen. Was da glaubst du? Ja. Hast du Richtung Süden mal geguckt, was da so ist? Nee. Dann mal gucken.
Ne, hier oben waren ja unsere Quellen erstmal. Ich glaube, dass es da steil runter geht, ne? Pass auf. Ah ja, pass mal auf. Tschüss, Mario. Nein, hier geht es nicht steil runter. Wie kommst du denn da auf? Ja gut, ne? Überhaupt nicht steil. Ich sehe keine Quellen mehr. Doch, hier hinten ist noch was. Oder sind das die, wo wir gerade waren? Nee. Hier ist schon wieder Eisenerz, oder? Oder sind das die von eben? Oh, also auch nicht, ich habe zwei Freunde mitgenommen. Noch ein, komm, den töten wir direkt lieber. Meins. So. Und hier ist auch nichts mehr. Ja, sind das die Quellen von eben oder sind das andere? Nee. Das ist eine andere. Ja, weil die nicht so einen Zusatz oben drauf haben. Hier ist noch was. Ja, da waren wir noch nicht. Was ist das? Kalk? Kupfer. Nee. Ja, das ist Kupfer, perfekt. Ja, geil. Können wir hier bauen. Mach du mal, ich guck mal gerade beim Abbau. Hier. Ja, Moment, ich bin ja gerade noch mit Kollegen dran. Okay. Ich helfe dir gerne. Danke, gerne, ja. Wie auch immer. So, wo wollen wir bauen? Hier ist eine Schlucht. Ja. Lass mal genau dazwischen bauen. Hier ist eine Schlucht. Ja. Genau dazwischen müsste hier irgendwo gewesen sein. Ich glaube, da oben. Nee, hier vorne. Komm mal zu mir zurück. Ja. Hier ist die eine Quelle. Hier ist die Steinquelle. Okay. Kann man nicht über das Schlucht bauen, dann ist sie direkt zu. Fallen wir da auch nicht rein. Und dann bau das Ding einfach mal hier auf die den Hub. Genau hier. Siehst du, wie ich gerade bauen will? Ja, ich sehe es. So, sag mir was. Kannst du den direkt auf Bodenhöhe? Ja, kommt drauf an, wo die höchste Stelle ist. Dadurch richtet sich natürlich noch oben auf. Ja, warte, bleib mal so. Ja. Ja, oh so. Oder drehen. Ich würde so bauen. So, ja? Ja. Yay. Congratulations. So. You have unlocked Mensch. Hub Feature Manual Craft Bench. Hub Feature Hub Terminal. Eva. Fifth objective. Ein bisschen mehr mit Eva. Upgrade, storage and power. Note, the craft bench and hub terminal are essential for progression to the next objective. Ja, was will sie? Stufe 0 sind wir. Wie unerwartet. Ja, wir müssen erstmal Hub Upgrade machen, ne? Wie, wo, was? Klick da mal drauf, geh auf Stufe 0 und dann Hub Upgrade 1. Gehst du auf Meilenstein auswählen unten. Okay. So, und dann haben wir oben rechts beide. Und 10 Eisenstangen. Genau, dafür brauchen wir erstmal Eisenerz. Ja. In der Werkbank müssen wir Eisenerz zu Eisen machen. Ich hab 103 Eisenerz. Ja, da wir aber im Moment noch gar keine Kiste haben, können wir das gar nicht teilen zusammen. Das ist schlecht. Ich brauche. Du musst Eisenbarren erstmal erstellen. Und aus Eisenbarren kannst du dann diese Eisenstangen herstellen. Achso, mach die. Genau. Okay, wie viele brauche ich? Du brauchst 10 Stück insgesamt. Das heißt, ich weiß nicht, ob du 20 machen musst dann da von den Eisenbarren oder 10. Du weißt das Verhältnis gerade nicht. So, ich habe 10 Eisenstangen. Achso, ja, dann musst du die mal ein. Das ging jetzt schnell. Ja, am Anfang geht das immer schnell. Yes! Da, jetzt haben wir eine Kiste und können alles teilen. Lass mal alles rein. We have unlocked Hub Feature Biomass Generator. Hub Feature Personal Storage. Scanner Feature Copper. Hub Upgrade Stufe 2, was brauchen wir dafür? New equipment, okay, ich mach die Stangen und die Eisenplatten gerade parat. Ich mach die Stangen. Ich mach dann den Draht. Eisen. Sixth objective. Hub Upgrade. Nur einer kann an der Werkbank sein, das ist jetzt am Anfang. Ja, stimmt. 10 Eisenstangen brauche ich wieder. Buildings such as the smelter require a blueprint to be set. Kupfererz brauche ich. Automate the smelting process and use portable miners for optimal results. Kupfererz. Okay. So, 10 Eisenstangen. Sag, wenn du fertig bist. Dann ja, kannst du mal gucken, wie viele Eisenplatten ich brauche? Steht da oben rechts. Ah, okay. Siehst du doch oben rechts, ne? Ja. Ja. Wir beide sehen immer das. 8, 9, 10. So, Eisenplatten.
fertig. Du kannst? Perfekt. So, ich brauch Kupferbarren. So, das geht ziemlich schnell. So, und jetzt den Draht daraus machen. Ja, bin fertig. Willst du oder soll ich? Mach du. Yes. Mensch, wir haben ein Dach über dem Kopf. Stufe 3. New buildings and blueprints, which can be found in the build menu and craft bench. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen mehr. Ja. Seventh objective. Hub upgrade. Conveyor belt. Okay, ich sehe, was wir brauchen. Ich kümmere mich jetzt die Rohstoffe da reinballern. Brauchen wir irgendwelche Maschinen oder so, die das schneller organisieren können? Da wir diese noch nicht bauen können, oder können wir die schon bauen? Achso. Doch, wir können tatsächlich schon welche bauen, sehe ich gerade. Wir können aber noch keinen Miner bauen. Das können wir eigentlich auch per Hand bauen. Ist zwar ein bisschen umständlich, aber lass es per Hand machen. Ich mach mal die 75 Eisenplatten. Okay, ich mach erstmal den Beton. Bevor du weitermachst, kannst du nochmal abbrechen. Ja klar, wofür? Ich würde erst gerne eine zweite Werkbank bauen, damit wir uns parallel schalten können. Ja. Ich hab dir eingeblendet unten rechts, was wir brauchen. Rechts? Mitte rechts. Mitte rechts? Siehst du das auch? Nee. Okay. Wir brauchen drei Upgrade 3 oben nur stehen. Okay. Wir brauchen 3 Eisenplatten und 3 Eisenstangen. Kannst du die machen? Ja. Weil dann können wir parallel arbeiten, wenn wir 2 Werkbänke haben. Wie viele Eisenstangen? 3 Eisenstangen und 3 Eisenplatten. Ja, das reicht. So, wo brauchst du die? Du kannst damit jetzt, zum Beispiel, ich würde jetzt einfach mal hier hingehen, kann man später umbauen. Drück Q und dann drück Werkbank. Q und dann Werkbank. Und guck mal, wo du hinbaust. Wie drehe ich das Ding genau? Mit Mausrad. Mit dem Mausrad, so, okay. Aber mir nicht unbedingt in die Fresse hauen, ne? Was? Ich glaube, das geht nicht hier oben, ne? Das ist doof. Ja. Kann man später abbauen und dann kriegst du die Ressourcen wieder, das ist egal jetzt. Ja, so ist eigentlich gut. Ach, du siehst es ja direkt, ne? Stimmt. Ja. Das heißt. So. Der eine kann jetzt hier arbeiten, der andere dort, ist ja egal. Ja, ich brauche allerdings jetzt mehr Material, glaube ich, ne? Ja, aber das ist halt sinnvoller gewesen, ne? Jetzt. Ja, klar. Ich brauche immer noch die Eisenplatten. Ich muss Eisen schaffen gehen. Wo war nochmal die Eisenquelle? Keine Ahnung. Eisen? Was ist das hier? Das ist Kalk. Also das mit dem Beton habe ich schon. Siehst du oben rechts gerade, ja, oder? Das sehe ich. Habe ich. So, was willst du machen? Ich brauche noch die 75 Eisenplatten. Generell das ist Eisen am unwichtigsten. Am schwierigsten wird das Ganze mit den 2 gepanzerten Platten. Können wir die erst machen? Brauchen wir dafür nicht auch Platten? Ja. Und zwar... Habe ich schon ein paar. So, um ich brauche 8 Eisenplatten. Ja. Und 48 Schrauben. Ich mache die Schrauben, okay? Okay, wenn du noch genug Material dafür hast, dann ja. Platten habe ich ja schon genügend. Wir brauchen dafür. Nein, ich brauche sie einfach mal ab. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hier brauche. Wir brauchen Eisen. Erstmal sehr viel Eisen. Ja, ich bin schon dabei. Ich mache auch mit. Und du so? Ja, wie geht's dir so? Also, heute nur Eisenblock, ne? Ja, da ist ein Knochen dabei da. Ja, ich merke schon. Oh Mann. Das geht ganz schön im Rücken, ne? Ja. Wie habe ich jetzt eigentlich? 40 habe ich erst. Reicht das schon? Ich mache das. Mach mal. Wir beide machen jeweils 100, okay? Was? 50. 50, okay? Ja. Mach mal 50. So, ich mache mal Pause. Ich hab die Hälfte. So. Eisenbarren wieder. Denk an meine 8 Platten, die ich brauche, ja? Ja, die Platten kriegst du auf jeden Fall. Oder ich mach die, kann ich auch machen. Ich sammle ja was auf. So. Wenn du unterwegs bist, kannst du eigentlich auch immer mal Blätter einsammeln. Ja, habe ich auch schon gerade gemacht wieder. Weil die brauchen wir später. So, wir haben jetzt mittlerweile 54 Platten. Ja, das ist so.
ich leg dir den mal die 8 Dinger in die Kiste, ne? Ja. So, wie war das nochmal? Wie kann ich hier nochmal hier. Ach so, da. 8. 8 Stück hast du bekommen. Perfekt. Dann weiter Eisen klopfen. Juhu! Schufte. Mexikaner Schufte. Oh Mann. So, die hab ich. Ich guck dir mal von der ersten Ferne aus zu. So, die gepanzerten Platten habe ich fertig. Okay. So, was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen Kabel. Jetzt noch Kabel. Die stellen wir auf Draht her. Und für Draht brauchen wir wiederum Kupfer. Hatten wir noch Kupfer? Ja. Ich weiß aber nicht wie viel. Ja, 46. Machen wir erstmal Kupfer. Was machst du gerade? Eisenklopfen. Achso. Du sorgst dann für die Eisenplatten, ne? Ja, klar. Und kümmere ich mich um das Kabel. Ist das aufregend für den Anfang? Ja, gut, ne? Später wird's richtig komplex. Ja, gut, aber wenn das die Maschinen machen, dann ist ja alles wieder okay. Ich wollte gerade was aufweisen, was ich nicht aufweisen soll. Was? Den hab? Vielleicht. So, ich mach's nochmal 50. Ich glaube, das könnte eventuell schon reichen. Ich bin fertig mit den Kabeln. Ah, toll. Ich helfe dir dann schon mal, ne? So, aber ich kann aber nur 9 Eisenplatten machen. So, ich zahl schon mal an, ne? 9 von 75 haben wir schon mal. Wie viele? Achso, okay. So, wie viele Platten? Achso, nee, ich hab 46. Brauchen wir noch Eisen? Wenn ja, hole ich noch Eisen. Oder reicht das bei dir gerade für 69 brauchen wir noch. Warte, 79, scheiße. Wir haben 71 Platten. Ja, komm, warte. Nein, stopp, ich hab 71 Platten. Fast. Ja, dann reicht es doch. Wir brauchen 69 nur noch. 69, was sag ich? 66, ne? Tada! Congratulations. So. Was müssen wir als nächstes tun? Wir wollen ein paar Spiele verbessern. Hub Upgrade 4. Ach, da kriege ich doch 100 Eisenplatten. Ja, ich würde sagen, wir forschen erstmal so lange weiter, bis wir den Miner haben, oder? Weil dann können wir voll automatisieren. Ah, der kommt als nächstes. Kriegen wir den als nächstes frei? Ja. Ja, dann machen wir gerade noch so. Komm, ich kümmere mich um die Kabel und um den Beton und du um den Rest, okay? Nö, ja, ich gehe wieder Eisen klopfen. Sehr spannend. Ja gut, ich glaube, ich brauche jetzt sogar 150 Eisen oder so. Und das zählt sich jetzt sogar. Ja, ich hab's ja schon mal alleine angezeigt, ne? Du weißt ja, wie ich mich da gefühlt habe. Ja, auf der Map alleine. Genau. Scheiße. Das war schon komplex. So. Hier läuft so ein Riese durch. Einfach so. Ja. Alles klar. Steht gerade im Baum. Ja, du machst Eisen, ich muss Kupfer holen. Wo war nochmal Kupfer? Also ich gucke jetzt auf das Lager. Von da aus gesehen nach links dahinter, also irgendwo. Hier war Stein. Süd, West. Was ist das? Warte mal. Nordosten. Also Nordost quasi. Ja, hab's gefunden. Das war ja eigentlich direkt um die Ecke. Ich hab den nächsten Umweg genommen. Denk an die Schlucht nur, ne? Ja, ich hab schon gemerkt. Ach ja, wir haben ja den Leuten gar nicht erzählt, was wir unser Plan ist. Wir machen hier unten, machen wir jetzt nur. Ja, Effizienz. Wir bauen nur auf Effizienz. Ja, Effizienz eigentlich auch nicht. Es geht eigentlich schon um eine Massenproduktion am Ende, aber so, dass wir quasi erforschen und, sag mal, die grundsätzlichen Dinge automatisiert haben. Die wirkliche Produktion am Ende und Schönheit bauen, was weiß ich, keine Ahnung, wie wir das nennen wollen, wollen wir dann in der Luft machen, ne? Ja. Das weil wir so... wir wollen quasi so einen Aufzug von diesem mit diesen Landing Pads machen, ne? Wo man sich so hoch boosten kann. Kann man später alles erforschen. Ja.
Ich bin mal gespannt. So eine richtige große Massenproduktion. This semi-slug seems to emit weak potential energy from its crystalline shell. Further analysis of crystals required to determine application. Erstmal direkt in die Schlucht fallen, ne? Oh, tschüss. Geht nicht. Ist das eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Ach so, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Ja. Die Achterbahn, die geht so ab. Ich denke mit der Gänse.